Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Heute mit dem Badchat oder der Badchat 25T von CubeLOL gespielt. Ja, Siegfriedlinie heißt die Karte und ist hier Top-Tier. Und Top-Tier sage ich klar, 10 ist immer Top-Tier, bla bla bla. Nein, aber sondern hier sogar noch 7er, 8er Scouts, den 28 Brot, CDC. Also lustigerweise nur einen 9er auf beiden Seiten. Das Gegnerteam hat sogar einen 10er mehr. Also ein wieder kurioses Matchmaking. Als Zehner freut man sich, als Neuner denkt man sich alles klar und als Achter denkt man sich, nee, doof. Aber gut, Badchat, ein Autoloader, mittlerer Panzer der Franzosen, unglaublich spaßig, sehr flink, hat wahnsinniges Potenzial und ich muss sagen, diesen Panzer wollte ich damals unbedingt haben. Habe ich mir dann auch geholt. Also er steht mittlerweile bei mir in der Garage. Ich selber bin aber kein guter Badget-Spieler, weil die Badget, so spaßig sie ist, man muss es aber auch wirklich, man muss auch das Können und den Skill dazu haben, diesen Panzer zu bewegen. Und das ist jetzt nichts für jeden. Das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen hohen Respekt an gute Badget-Spieler. Er macht jetzt hier erstmal den Scout, kann man übrigens mit der Badget auch sehr, sehr gut. Also es gibt auch Clans oder viele Clans setzen die Badget auch als Scout ein, um dann am Schluss sozusagen da den Schaden noch rauszubratzen. Weil es einfach so ein sehr flinkes, agiles Gerät ist, trotzdem mit einem vernünftigen Tarnwert. Also der kann was. Auto-Aim auf den ES-3 und zack, hat man gesehen, sofort weg. Da hinten. Der FV. Beide FVs. Also, die haben hier fast schon auf ihn gewartet, kann man sagen. Die Arti hätte ihn ja locker auch mal eingeben können, aber Gott sei Dank, alles gut. Jetzt kriegt er sie aber nicht mehr auf, leider. Da ist er. Der 215B und jetzt kann er seinen Clip mal richtig rausbraten. Oh, ärgerlich. Dass da keiner durchgegangen ist. Und jetzt ist er im Reload. Das ist der Moment, wo die Badgert eigentlich wirklich Probleme hätte. Und dementsprechend auch normalerweise jetzt sehr verwundbar ist. Aber wie wenn hier kein Gegner Druck macht, passiert auch nichts. Das ist natürlich das Schöne. So, da wird sich auch noch beim WT für den Einsatz bedankt. Und jetzt, nachdem das Magazin wieder steht mit seinen 5 Granaten im Magazin, kann auch wieder weiterfahren. Oh, da ist natürlich da. Hauen sie ab, da ist alles. Arti ist am Fahren, der T30 ist am Wegfahren. Ja, die Arti hat hier keine Chance mehr. Und jetzt der Waffenträger. Zwei Autoloader gegeneinander. Ah, da prallt er ab. Gott sei Dank. Und so kann der Badget einen Waffenträger ausschalten. Von wegen Waffenträger OP. Nix da. Weg mit dem Waffenträger, sag ich da nur. Und diese Phase ist jetzt wirklich so die langweiligste Phase. Weil da muss man warten, man muss warten, bis man nachgeladen hat. Sonst passiert ja erstmal gar nichts. Jetzt auch noch der EN100. Da hätte ich jetzt erstmal auf den Turm geschossen oben. Aber jetzt kommt er gut dran. Ist aber offen, oben auf dem Turm. Ja, genau. So klappt es mit dem Nachbarn. Und jetzt kann er da dem EN100 nachstellen. Jagen und jetzt zack, schön ins Heck und da hat er keine Chance mehr. Einen Schuss hat er noch. Den kann er ihm auch noch vorne reinjagen und Wirkungstreffer und zack. Nun wieder Reload. Aber es läuft hier einfach wirklich sehr gut für ihn, dass er immer dann in den Reload gehen kann, wenn er keiner
der Gegner mehr auf ihn ist, keiner mehr rum ihn ist und sonstiges. Und dementsprechend, sobald das Magazin wieder nachgeladen hat, dann kann er wieder sich in den Kampf stürzen. Jetzt wird er auf den T30 gehen, vielleicht auch mit ein bisschen Schwung. Gegner führt aber 6 zu 10, also von dem her... Oh, der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Ärgerlich, komm, mach ihn weg. Jetzt endlich. Zeitwurz. Und jetzt der Kinderwerfer. Ja, auch der ist weg. 5 Kills. 3440 Schaden ist noch überschaubar. Da geht noch einiges. So, jetzt muss er dann sich mal langsam auch um den T30 kümmern. Der ist dann natürlich für ihn am nächsten und ja, wie bestellt geht er auf. Jetzt ist er offen, aber... So, der E5 schießt auf ihn. Ist egal. Jetzt klippt er den raus. Auch der T30 trifft nochmal. Turm steckte fest. Aber da konnte er den T30 rausnehmen. Natürlich hat er sich da ein, zwei Hits gefangen. Aber egal, ab und an muss man auch mal die Hits fressen. Hilft alles nix. 11 zu 12. Schaut schon besser aus als vorher. Und, oh, der T71, der könnte ihn natürlich Schaden machen. Und der muss hier aufpassen. Er muss hier erstmal nachladen. Auto-Aim hat er drin. Und jetzt nachgeladen. Weg damit, genau. Sehr gut. Hätte der T71 gleich auf die Batsche gehen sollen, aber klar, man weiß ja auch nie, wie steht's um sein Magazin. Wie schaut's aus? Hat er noch was drin oder muss ich ihn jetzt rausnehmen? Auf jeden Fall 7 Kills sind da. Radley Walters ist noch drin. Und da drüben, da sind die letzten beiden. Ah, da kommt er jetzt zeitlich perfekt auf den E100. Der aimt jetzt auch auf ihn um. Jetzt muss er natürlich aufpassen, zieht sich da auch ein bisschen zurück, dass er da nicht im Fokus gerät von den E100, weil der nächste Schelle macht ihn einfach weg. So, komm, hol dir die Radley Walters, hol sie dir. Drei Schüsse noch im Magazin. Erster sitzt. Zweiter sitzt. Es braucht da einen Hit von dem anderen, dass er den... Nein, er zündet ihn an! Und tatsächlich, er macht den Kill mit der letzten Granate und dann noch anzünden. In dem Gefecht hat er 8.158 Schaden gemacht, hat 1.500 unterstützt. Eine tolle Runde, hat mir wirklich gut gefallen und wurde natürlich so beendet, wie es sein sollte mit einem Deutschen. Ja, dann hoffe ich, dass die Badget-Runde euch gefallen hat. Ich finde das Ding immer wieder spaßig zum Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.